Oh, nein. Okay. Und tot. Na. Au. Okay, sie sind beide da drüben. Solange ich alles irgendwie in der Mitte halten kann. Au. So, nächster Versuch. Nein, 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 nein. Oh, ho, ho. Das tat alles ganz schön weh. Und jetzt bin ich wieder in meinen eigenen Frostschock reingelaufen. Falsch. Vielleicht sollte ich doch lieber weiter mit dem Feuerburst arbeiten. Feuer und Blitz, dass das Mana auch nicht so schnell aufgebraucht wird, weil der Frostbolzen, der wirkt halt bei den Viechern nicht so gut. Okay. Ja, das war alles andere als geplant. Gucken wir mal, wo sie bleiben. Oh, oh. Wieder nichts. Ich kann ja auch leider nicht einfach das da auslösen. Hm.
muss auf jeden Fall zuerst die Blitzviecher ausschalten. Oh, jetzt habe ich... Du bist die ganze Zeit nur rumgestanden. Okay. Und ja, ich muss mich mal wieder ein bisschen mehr konzentrieren. Wow. Nee. Jetzt habe ich die andere angepisst. Oh je. Und ich bin schon wieder viel zu angeschlagen. Wow, das war knapp, aber gut. Okay. An den Ecken stehen bleiben ist keine gute Idee. Oh, du nimm mal den da. Solange ich sie so vor mir hintreiben kann. Und das Licht geht aus, oder? Ah, ah. Ja, das kann jetzt langwierig werden, aber ich spiele mal safe. Eine ist weg. Die andere kriege ich auch noch tot. Da muss ich mir überlegen, was ich hier mache.
Stuff Defense und Ice Magic hat ja keiner. Und ja, ich mache gerade kaum Schaden. Weil einfach keine Ausdauer mehr da ist. Mit irgendwas Schaden zu machen. Aber ich krieg dich auch noch irgendwie tot. Hauptsache, ich habe das hier endlich geschafft. Ja, nur Schaden, weil ich einfach am Verhungern bin. Wow. Aber ja, zum Glück habe ich diesen Giftpfeil. Und ja, ich weiß, das ist jetzt hier gerade sehr langwierig. Nächstes mache ich mit den Quits noch Schaden. Das Vieh ist halt prädestiniert dazu, viel auszuhalten. Und anders werde ich es kaum besiegen können in einem augenblicklichen Zustand. Ich hätte halt das Essen beim Rätselraum nicht aufbrauchen sollen, sondern es mir für hier aufsparen sollen. Aber da muss ich jetzt irgendwie durch. Ein Quit. Ja. Der hat halt am wenigsten abgekriegt bis jetzt. Also muss ich dem irgendwie halt langsam runterpieksen. Das ist echt so, als ob ich einen Gegner mit einem Zahnstocher totpiekse. Ich meine, das Einzige, was Schaden macht, sind die Quits von meinem Waldläufer und die Giftpfeile. Alles andere macht keinen Schaden. Weil einfach keine Nahrung da ist.